Liebe GC-Fans, ganz herzlich willkommen hier aus dem St. Jakob-Park aus Basel zu der 8. Runde. Der FC Basel trifft auf unseren Grasshopper-Club Zürich. Ja, Basel jetzt am Strafraum, bringt den Ball in die Mitte und dort ist hinten dran. Diouf frei, Diouf immer noch, Ball, alle springen am Böllen vorbei, sind immer noch im 16er und dann ist der Böllen drin. Aber ja, das ist 1-0 für den FC Basel nach einem Gewurstel durch den 16er. Ich habe nicht ganz gesehen, wer das Goal getroffen hat, das ist du. Ich würde sagen, es müsste denen da sein, aber es ist nicht ganz ersichtlich gewesen. Der Moreira hofft dann auf den Offside-Pfiff, aber ich glaube, das ist alles mit guten Dingen zu und her gegangen. Ja, klassischer Fehlstart für unseren Grasshopper-Club Zürich. Direkt an einem Basler in die Füße, am Mahles. Und jetzt geht es wieder schnell. Basel kommt wieder über die linke Seite, völlig frei in Richtung 16er. Ja, aber dann ist es zum Glück geht's, wo man fürs Erste kann klären kann und ein Abschluss vom FCB. Spiel mit dem Mahles. Mahles wieder in die Mitte auf den Diouf. Diouf, ja, jetzt wunderschöne Kombinationen bei Basel, aber noch besser gestört vom Lillet. Jetzt Basel aber trotzdem noch am Böllen auf der rechten Seite. Unter Druck gesetzt von Momo. Oh, dann probiert Basel da wieder ein Doppelpassspiel. Das funktioniert. Der Böllen kommt hinter die Abwehr und dann der Moreira kann den Böllen nicht festnehmen. Und dann prallt der Böllen gegen die Führung ab und Basel kann da ja, ohne Probleme einschieben zum 2-0. Ja, da hat man es ihnen ein bisschen zu einfach gemacht aus meiner Sicht. Ja, definitiv. Und dann schlussendlich war es dann auch noch ein Fehler von Moreira, der den Böllen wirklich wieder nach vorne abprallen lässt. Ja, nachdem dass wir jetzt gemeint haben, die letzten 10 Minuten, dass es da ausgeglichener war nach einer Startoffensive vom FC. Ich sehe am Ball mit Form von Amir Abrashi, aber ja, der Böllen ist nicht im Seitenaus tatsächlich. Momo jetzt wieder im Zusammenspiel, aber der Böllen ist glaube ich hängen geblieben. Momo wieder am Böllen, bringt den Böllen nochmal zurück und dann... Und es gibt Penalty für jetzt. Der Kawabe ist hier in den 16er reingezogen und ist dann umgeleitet worden von einem Basler. Von mir, von da aus gesehen, ist es ein klarer Elfmeter. Nein, ich hätte auch gesagt, der Kawabe hat es reingemacht. Also die Planke ist eigentlich von Momo auf den Kawabe gekommen. Der war eigentlich im Lauf am Rennen gewesen. Hätte den Böllen nehmen sollen, ist dann aber also, eigentlich von hinten gestossen worden, sodass er den Böllen nicht verwünscht. Der Schiedsrichter hat keine Sekunde diskutiert. Aufs 2-1, Giotto Morandi. Alles ist bereit für den Penalty. Ist Freike, Giotto Morandi läuft da und versenkt ja. Ganz herrlich, 2-1. Da ist jetzt Giotto Morandi. Ja, wunderschön in der rechten Ecke, nicht scharf, nicht zu fein, also wirklich eigentlich perfekt gezielt. Also, ich glaube, viel mehr Platz hat es nicht gehabt, neben dem Pfosten, aber so muss man Eckball Elfmeter schiessen. Also wirklich passend, man sieht es dann nochmal in der Wiederholung. Der Hitz ahnt da zwar den Ecken, aber der ist so präzise und scharf. Jetzt da am 16er. Bringt da den Böllen nochmal zurück, Malisch. Der wieder links raus. Kattenbach kann mich nicht alles täuschen. Der bringt Flanken rein. Und dann ist der Hammel, der da. Ja, der Böllen ist da noch im 16er. Und oh, Hammel hebt da mit seiner ersten wunderschönen Parade. Noch kurz vor der Halbzeit. Wow, das mag ich ihm gönnen. Jetzt der Morandi probiert da Stürmer lancieren. Klingt allerdings nur bedingt. Basel kann da klären. Und dann stehen sich der Hammel gegenseitig im Weg und Basel kann einschiessen, so 3-1. Ja, ich möchte niemandem die Schuld geben. Justin Hammel, sein erstes Spiel, kommt da sehr, sehr unglücklich raus. Hätte wahrscheinlich müssen im Goal bleiben. Ja, Margreiter und der Hammel haben sich dann da noch ein kleines Wortgefecht geliefert. Der Ribeiro wäre eigentlich noch perfekt Richtung Böllen gelaufen. Ist dann aber irgendwie auch ein Schritt zu spät, um dann da den Böllen noch klären zu können. Somit steht es da jetzt 3-1. Ja, geschenktes Goal von Giz. Jetzt ist der Böllen frei, Schaka zieht da ab. Und der Hammel kann sich mit einer herrlichen Parade auszeichnen. Ja, das gibt ihm sicher Selbstvertrauen. Seine Kollegen muntern ihn jetzt da auch wieder auf. Gute Aktion da von unserem Goalie. Rechte Seite über den Dominik Schmid. Morandi ist immer noch am Boden. Basel jetzt eventuell mit einem Konter. Ja, so ist es schön freigespielt über die rechte Seite. Basel, Milner ist völlig frei in der Mitte, zieht direkt ab. Und dann haben wir klären, aber der Ogons der ist wieder dort und dann gibt es Penalty für Basel.
wieder der eingewechselte Jean-Kevin Augustin, der Anlauf nimmt. Augustin in den Anlauf. Schöner Chipball zum 4:1 souverän verwandelt. Basel führt hier mit 4:1. Ja, bitteren Paninka-Penalty hat es da gegeben für Justin Hammel. Was hat der Berliner zu bringen? Kommt in 16 rein, aber dort hat es Basel, der klären kann. Und dann wieder zum. Und dann war es noch der Seko, der dir gefällt hat. Das ist Vorteil. Milnar setzt sich jetzt durch in den 16er. Ich hoffe, es gibt da nicht nachträglich noch die gelbe Karte gegen den Seko, weil der ist schon verwarnt. Und dann wäre es dann eine rote Karte. Der Ribeiro probiert noch die gelbe Karte abzuholen, aber der Schiedsrichter läuft da hinten vorbei. Gelb-rot. 71 oder 72 Minuten sind da gespielt. Der Giorgio Contini ist da aus der Coaching-Zone abgesessen. Ist da wohl auch nicht ganz so happy mit der Situation. Da noch irgendwo anders kommt. Basel jetzt im Angriff, setzt sich da durch. Burger, bereits im 16 und er kann einschieben zum 12:1. Ja, jetzt gibt es ganz einen bitteren Abend für GC. Der Burger kann sich da ganz allein in 16er rein tanken und einschieben zum 5:1. Keine Chance da, keine Abwehrchance für unseren Goalie, für den Hammel. Ja. Contini probiert. Richtig 16er von GC, doch denkt der Lille auf der Kawabe. Jetzt geht es mit ein bisschen Platz. Ja, er bremst dann aber gleich ab auf der Noah Losli. Dem steht dann der Belmar auf den Fuß. Ich weiß nicht, wieso sich der Belmar hält, aber auf jeden Fall ist er am Losli auf den Fuß gestanden. Der Bieri geht jetzt etwas anschauen. Ich weiß jetzt nicht genau, was, ehrlich gesagt. Vielleicht noch direkt die rote Karte. Ich kann es euch auch nicht sagen. Es ist das Highlight jetzt von den letzten 2-3 Minuten, dass es am 9. ein Warpfiff kommt. Bei unserer Situation würde es mich nicht auch noch erstaunen, wenn noch irgendwie. Ja, der Losli schaut ein bisschen geschockt. Ich bin nicht so sicher. Bieri kommt zurück. Jetzt sind wir gespannt, was passiert. Er zitiert den Losli an und zeigt ihm auch noch die Rohkarte. Dort kann dann aber der Schmid klären und jetzt ist wieder der Pusic an der rechten Seite, wo oioioi da. Und Alevieri erlöst alle da, die für GC heute da hingekommen sind. Ja, GC beendet das Spiel mit 9.